Moin und willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Weiterhin im Schloss unterwegs. Mit neuen Wegen, die wir jetzt erforschen können. Und ich glaube, die möchte ich euch jetzt nach dem letzten Kampf doch nicht antun. Das war schon ein bisschen in die Länge gezogen da. Da bekämpfen wir doch lieber nochmal ein paar Spinnen, oder? Sind auch zumindest mit 3 Schlägen erledigt. Ja, hier wollte ich erstmal lang. Dann will ich hier durch. Oh nein, da ist ja noch so einer. Ja. Ich will an die Truhen ran, von daher haben wir wohl keine andere Wahl, als den Typen hier nochmal zu besiegen. Wer hätte auch gedacht, dass noch mehr davon hier sind? Und ein weiterer epischer Kampf gegen diese Viecher mit Schild beginnt. Und wirklich episch wird er durch die Zeit, die wir damit verbringen, ihn zu besiegen. Ach ja. Wir müssen die Truhen hier auch mitnehmen, sonst kommen wir halt hier auch nicht durch. Na, da trifft er mich, aber er scheint weniger Schaden zu machen. Das ist doch schon mal auch was Feines. Das heißt, er dauert nur lang und ist noch weniger gefährlich. Jaja. Ich weiß auch nicht, ob es mehr bringt hier mit dem... Ja doch, das bringt ein bisschen mehr. Dann kann man das so wahrscheinlich noch beschleunigen. Natürlich müsste ich dann noch gerade laufen, dass ich ihn auch immer erwische. Dann kann ich vielleicht sogar auch ignorieren, wann er irgendwie angreift und einfach reinspringen. Ich kann auch hier einfach schon mal den Turmschlüssel mitnehmen. Er dreht da ein bisschen durch, aber das ist so in Ordnung. Den brauchten wir hier auf jeden Fall. Aber an die andere Truhe möchte ich hier auch noch gehen, denn da ist auch noch was Gutes drin. Na. Er geht einfach an mir vorbei. Okay. Dann nehmen wir hier schon mal den Eispickel mit raus. Und den rüste ich auch erstmal aus. Vielleicht machen wir dann ein bisschen mehr Schaden, dann geht das Ganze vielleicht ein bisschen schneller. Und der soll hier auch 3 Punkte mehr Schaden verursachen. Und wie das durch die Berechnung geht, ach doch, das macht doch einen ganz klaren Unterschied. Ah. Okay, hier haben wir ihn scheinbar in einer Ecke, wo wir ihn ganz gut bekämpfen können. Und ich schluck nochmal schnell ein paar Knollen. Bevor wir hier zum Boss gehen, werde ich sowieso noch mal kurz rausgehen. Dann gucken wir noch mal kurz nach Loar, weil Arola keinen eigenen Ringladen hat. Dann haben wir noch eine kleine Pause vor dem Boss, ist aber glaube ich auch nicht verkehrt. Der Boss dürfte hier auch interessant werden, wenn man schon sieht, wie das hier teilweise gegen die Standardgegner läuft. So, genug Knollen genommen. Und an dem gehen wir auch wieder einfach vorbei. Ja, ich sollte mich trotzdem nicht zu oft treffen lassen, auch wenn ich jetzt etwas mehr Schaden mache. Ja, okay, ich lasse mich natürlich doch noch erwischen. So, und die Frage ist jetzt natürlich geradeaus weiter oder rechtsrum. Geradeaus weiter oder rechts rum. Ich glaube, ich möchte erstmal da die Treppe auch hochgehen. Also geradeaus weiter. Genau, das sieht gar nicht verkehrt aus. Ah, Xima da drüben. Ah, das ist Fluffy. Was ist das für ein merkwürdiger Mechanismus? Vielleicht dreht es sich, wenn man dagegen tritt und die Wand schiebt. Ja, werden wir wohl dagegen treten und die Wand schieben.
Und hier seht ihr vielleicht drei Zahlen. Und darum geht es. Wir müssen hier die Jahreszahl eingeben, zu der halt die Söhne der Königin gestorben sind. 286. Und dadurch fallen halt die Kronleuchter oder werden die Kronleuchter heruntergelassen, die wir in einem anderen Raum gesehen hatten. Darüber kommen wir dann an die Truhen und finden auch einen der Edelsteine, den wir für die Gemälde finden müssen. Aber wenn wir nicht zuerst die Seele geholt hätten, wären wir hier auch gar nicht hingekommen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ansonsten wäre es natürlich sinnvoll, das zu machen, bevor man da die Runde hinten dreht. So, dann kümmere ich mich kurz noch um euch. Und du bist noch mal dran. Ich nehme hier schon wieder viel zu viel Schaden. Ich muss vorsichtiger sein. Naja, dann geht es jetzt hier rechts erstmal weiter. Denn hier können wir auch noch ein paar Sachen mitnehmen. Erstmal sollte ich euch bekämpfen. Genau, schön in Deckung gehen. Dann kann ich mich um den kümmern. Und wieder in Deckung gehen. Die Taler nehmen wir natürlich mit. Und hier gibt es einen Kamin und durch den können wir ausnahmsweise mal wieder durchkriechen. Ja. Der Opal lag in der Asche der Feuerstelle. Und wir erhalten den Opal. Und wir können den ganzen Weg zurückkriechen. Aber wir haben ein Opal, das ist schon mal eine tolle Sache. So, dich erstmal erledigen. Was, du hältst noch einen Schlag aus? Ja. Du wirfst auch gerne mit deinem Zeug. Und jetzt gehen wir hier raus. Und dadurch kommen wir hier auf diesen Außenbereich. Jetzt muss ich kurz überlegen. Hier, ach, den Turmschlüssel dafür haben wir schon. Da kommen wir also gleich wohl rein. Gucken wir noch, was auf der linken Seite ist. Hier ist auch noch ein Turm. Ja, in welchen Turm sollte man jetzt zuerst reingucken? Da wir schon hier drüben sind, schauen wir einmal hier rein. Na, Schlüssel. Turmschlüssel benutzt. Wir kommen rein. Und hier haben wir noch mehr von diesen Typen. Die aber, glaube ich, jetzt auch um einiges einfacher zu besiegen sein dürften. Ja, der Schaden ist einfach um einiges mehr, den wir hier austeilen. Dauert zwar immer noch lang, aber nicht ganz so lang. Ja, und hier sind schon ein paar von denen. Na, rechts an die Wand mit dir und dann sollte das doch ganz schnell gehen. Genau, da haben wir den erledigt. Und zu guter Letzt kommst noch du dran. Nicht wegrennen, einfach sterben hier. Ganz brav sterben. Du kommst sowieso nicht von mir weg. Egal wie viel du aushältst, egal wie schnell du läufst, ich werde dich immer wieder kriegen. Denn ich will dein Geld. Okay, dann kommen wir hier hoch. Dann haben wir hier noch so ein paar Viecher. Skelette und so wieder. Und natürlich Spinnen. Und die immer mit ihrer Knochenwerferei.
Genau, explodier mal. Und da haben wir gleich einen Ausgang. Aber erstmal töten wir hier die Viecher noch. Dann töten wir ihn auf jeden Fall auch noch. Ja, komm, stirb einfach. Und dann benutze ich jetzt einmal eine Götterknolle. Da ich keine anderen Knollen mehr habe. Also Knollen stehen auch wieder auf der Einkaufsliste. Ui, nochmal einer von denen. Ja. Lähm mal nicht hier rum. Okay, er lähmt rum. Finde ich nicht in Ordnung. Na, der wehrt auch recht lange ab. Muss man lang genug warten, bis er seinen Schild auch wieder runternimmt. Und von den Dingern darf man sich gar nicht erwischen lassen, weil die machen wirklich Schaden. Ja, wirf dein Ding. Oder lass es. So, jetzt müsste ich ihn doch gleich haben. Ja, hier nehme ich dann doch lieber nochmal eine Knolle. Einfach weil es doch ärgerlich wäre, wenn man schon so weit ist, wieder zu sterben. Auch wenn das häufig passiert. Ich meine, eigentlich ist es ja normal, dass zum Ende hin dann die ganzen Heil-Items und so dann vielleicht auch ausgehen. So, der wäre erledigt und, das habe ich mir schon gedacht, da wird doch bestimmt noch einer warten. Und mit kritischen Treffern geht das dann doch relativ fix. Jetzt ist die Differenz zwischen normalen Treffern und kritischen Treffern natürlich auch um einiges höher. Na. Und noch einmal, komm, stirb. Na, dann hält er wohl noch ein bisschen aus. Aber da haben wir ihn auch erledigt. Und wir können in die nächste Etage gehen. Und dann haben wir es vielleicht auch schon geschafft. Ja, wir sind ganz oben. Und an dieser Stelle kann Fluffy uns ein bisschen helfen. Huch, wir sind ziemlich hoch. Mir wird schwindelig. Ark, schau, die Wand des Turmes auf der anderen Seite. Das Drachenauge leuchtet in der Wand. Sicher ein wertvolles Juwel. Super, doch wie komme ich auf die andere Seite? Soll ich wie ein Huhn durch die Luft eiern? Bingo, ich werde dich schon anschubsen, damit du vom Fleck kommst. 3, 2, 1, los! Jo, so viel dazu. Dass das geklappt hat. Und hier bekommen wir den Topas. Der Topas sitzt im Auge der Schlangenskulptur. Arca hält den Topas. Jo, und wenn wir uns hier dann fallen lassen, müssten wir auch runterkommen. Und dann können wir ja eigentlich auch nochmal hier in den Turm gucken. Hier gibt es ja vielleicht auch nochmal was Interessantes oder Wichtiges oder Hilfreiches. Ja, komm, Skelett, stirb einfach. Ah, okay, hier geht es scheinbar nach unten. Ui, und das ist natürlich auch eine ganz fiese Platzierung für den. Ja, da hat er mich auch erwischt. Ja. Aber ich schätze mal, wenn man ihn besiegt, dann wird da irgendwie das Gitter aufgehen und dann kommt man da weiter. Das schauen wir uns vielleicht jetzt nochmal in dieser Folge an. Dann haben wir vielleicht im Kopf, wir haben jetzt schon 2 von 4 Edelsteinen, der dritte ist bei den Kronleuchtern.
Und ja, einer fehlt uns dann noch. Vielleicht gibt es den dann ja hier. Knolle. Nee, ich möchte nicht noch eine essen. Ich möchte jetzt den Typen da hauen. Und ein bisschen Abstand gewinnen. Na. Ist natürlich auch relativ fies, hier gegen den in diesem engen Raum zu kämpfen. Aber wir haben es geschafft. Die Tür ist offen. Und hier gibt es erstmal noch ein Skelett, das uns begrüßt. Aber ich glaube, diesen Bereich untersuchen wir dann beim nächsten Mal. Denn unsere Zeit ist schon wieder voll. Also bis dann.